Ihr und Bastila teilt ein starkes Band miteinander und mit der Macht. Das kommt nicht selten vor. Oft bildet sich so ein Band zwischen Meister und Schüler. Doch es kommt nur äußerst selten vor, dass es so schnell geschieht. Welche Gefahren auch noch vor uns liegen. Ich bin ein Naturtalent. Wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, dass das Schicksal euch und Bastila gemeinsam hierher zu uns gebracht hat. Wollt ihr sagen, dass ich mit ihr verbunden bin? Ihr zwei seid verbunden. Euer Schicksal ist eines. Gemeinsam könntet ihr in der Lage sein, Darth Malak und die Sith aufzuhalten. Doch ihr dürft euren Verstand nicht durch Vorstellungen von Ruhm und Macht vernebeln lassen. Derartige Gedanken führen euch auf die dunkle Seite. Ihr müsst lernen, dass der helle Weg lang und mühsam ist. Seid ihr bereit, zahllose Entbehrungen auf euch zu nehmen? Nein. Aber natürlich, Meister, ich folge dem Licht. Gut. Es ist wichtig, dass ihr erkennt, was auf dem Spiel steht und dass ihr die Entschlossenheit habt, den Weg bis zum Ende zu gehen. Ihr müsst wissen, dass weder euch noch uns in dieser Angelegenheit eine Wahl bleibt. Die Reihen der Jedi lichten sich überall in der Galaxis. Wir haben viele Jedi ausgeschickt, um Malaks Eroberungen ein Ende zu setzen. Viele sind nicht zurückgekehrt. Die Sith jagen die Jedi wie Tiere. Sie locken sie in Hinterhalte und morden unsere Brüder und Schwestern, wo immer sie ihrer habhaft werden. Wir fürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie unser verstecktes Refugium hier entdecken. Andere Jedi sind bereits gefallen und haben die dunkle Seite in ihren Herzen willkommen geheißen. Sie haben den Sith und Malak, ihrem dunklen Lord, die Treue geschworen. Fürchtet euch nicht, Meister, ich werde nicht scheitern. Wenn Malak nicht aufgehalten wird, wird die Republik fallen. Die Jedi werden gejagt und ausgelöscht. Die Galaxis wird in ein dunkles Zeitalter der Tyrannei stürzen, wie wir es schon seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen haben. Der Rat hat bestimmt, dass ihr und Bastila die alten Ruinen untersuchen müsst, von denen ihr geträumt habt. Sobald der Rat der Ansicht ist, dass ihr dazu bereit seid. Vielleicht findet ihr dort einen Hinweis, eine Erklärung, wie Revan und Malak verdorben wurden. Und vielleicht findet ihr dort auch einen Weg, sie zu stoppen. Aber natürlich, Meister, ich tue alles, um dem Licht zu dienen. Ja. Eure Treue dem Licht gegenüber ist höchst bewundernswert. Bevor wir euch ausschicken, die Ruinen zu untersuchen, müsst ihr in den Lehren der Jedi ausgebildet werden, damit ihr der Dunkelheit widerstehen könnt, die in euch schlummert. Ja, die in uns allen schlummert. Würdet ihr überhastet dorthin aufbrechen, werdet ihr zum Scheitern verurteilt. Ich unterwerfe mich dem Willen des Rates. Wir werden sofort mit eurer Ausbildung beginnen. Vor euch liegt eine große Bestimmung. Und ihr müsst bereit sein, euch ihr zu stellen. Das Schicksal der Galaxis ruht auf euren Schultern. Ich kann nur hoffen, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid. Der Pfad, den ihr gewählt habt, ist schwierig. Intensives Training wird euch körperlich darauf vorbereiten. Mit Meditation werdet ihr lernen, die Kraft eurer Macht in die richtigen Bahnen zu lenken. Um die Wege der Jedi vollständig zu verstehen, müsst ihr euren Geist für das Wissen öffnen. Sucht die Weisheit in der Lehre der großen Meister des Ordens. Ein Jedi ist niemals allein. Andere Mitglieder des Ordens stehen euch immer zur Seite. Ein besonderes Band verbindet euch mit Bastila. Zögert nicht, euch an sie zu wenden, wenn ihr Hilfe braucht. Das Leben eines Jedi birgt Schwierigkeiten und erfordert hohe Disziplin. Aber obwohl ihr nur ein Schüler seid, ist euer Potenzial grenzenlos. Ich kann Stühle jonglieren. Ist unglaublich. In all den Jahren habe ich niemals jemanden gesehen, der das Grundtraining so schnell gemeistert hat wie ihr. Ihr habt in ein paar Wochen das gelernt, was andere in Jahren nicht lernen. Ich fühle mich geehrt, euch hiermit im Orden der Jedi willkommen zu heißen. Ja, ich bin voll toll. Bald wird eure Zeit als Schüler enden. Dann werdet ihr zum Padawan. Ihr gehört damit zum Jedi-Orden, habt aber noch den niedrigsten Rang inne. Doch zuerst müsst ihr euch als würdig erweisen.
Nur wenige sprechen diese Namen hier noch aus. Doch ich schätze, es ist ebenso gefährlich zu verleugnen, dass sie einst zum Orden gehörten. Als ich noch Jedi auf werden. Orsan war, ja. kamen Revan und Malak oft zu mir, um zusätzliche Ausbildung zu erhalten. Vor allem Revans Gier nach Wissen schien unersättlich. Es gibt da noch einen ganz großen Plot-Twist, Viola. Doch ich sah in Revans Gier nach Wissen nicht mehr als jugendlichen Überschwang und Begehrlichkeit. Revan war mein bester Schüler. Ich war mir sicher, er würde eines Tages zum Champion des Ordens der Jedi werden. Doch der Orden der Jedi schritt für die Begriffe Revans und Malaks zu langsam voran. Wir waren ihnen zu vorsichtig. Sie wollten immer rascher lernen, als es ihre Meister für gut hießen. Es ist eine Sache, eine Lektion zu lernen, aber sie wahrlich zu verstehen, erfordert Weisheit. Eine Weisheit, die erst im Verlauf der Zeit kommt. Vor etlichen Jahren, als die Mandalorianer zur Bedrohung wurden, drängten Revan und Malak darauf, zum Outer Rim zu reisen, um die Feinde der Republik zu besiegen. Doch der Rat war der Ansicht, wir sollten vorsichtig und mit Bedacht vorgehen. Die wahre Bedrohung, so die Ansicht des Rates, hatte sich noch nicht gezeigt. Doch Revan ließ sich nicht von seiner Meinung abbringen. Revan war charismatisch und mächtig. So war es unvermeidlich, dass sich viele auf Revan Seite stellten. Wenn du den Plot-Twist errätst, Viola, dann als erste an. Andere folgten kriegst bald. Du am Samstag ein Dessert. Viele von ihnen gehörten zu den jüngsten und intelligentesten Jedi. Alle darauf versessen, die Galaxis vor der Bedrohung durch die Mandalorianer zu retten. Ich sollte jetzt gehen. Sie waren so töricht, die Meinung des Rates zu ignorieren. Ich weiß nicht, was mit Revan, Malak und ihren Anhängern in den fernsten Zonen des Outer Rim wirklich geschah. Doch irgendetwas hat sie beeinflusst. Ihre Ideale wurden verdorben, ihre Seelen verschmutzt. Sie verfielen ich der und dunklen raten. Seite. Die Geschichte sollte euch eine Lehre sein. Du hast schon wieder vergessen, Lehre, wer wer ist. Die ihr euch zu Herzen nehmen solltet. Die dunkle Seite Malak ist die der Glatzkopf mit der Metallstimme, der Taris zerstört hat. Revan ist, da gab es eine Cutscene, ich glaube, die wurde nicht gezeigt vom Stream-Spiel. Da hat man gesehen, dass Bastila Revan besiegt hat. Und deswegen ist Malak der böse Lord. Momentan der dunkle Lord. Weil Revan von Bastila besiegt wurde. Und wen muss man noch sagen? Der da neben mir steht, ist Karth. Der kämpft für die Republik. So, ja, schon ihr gut. Ihr habt viel gelernt, doch ihr müsst noch viel mehr lernen. Der Weg des Jedi muss mit einem klaren und konzentrierten Verstand beschritten werden. Mhm. Wenn ihr bereit seid, mit eurer Ausbildung fortzufahren, sprecht erneut mit mir. Warum habe ich jetzt dunkle Seite-Punkte erhalten? Das verstehe ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt absolut nicht nachvollziehen, aber gut. Ah, so schön rot. Seid mir gegrüßt, Schüler. Euer. Ich bin bereit, meine Ausbildung fortzusetzen. Bald wird eure Zeit als Schüler enden. Dann wird gemäß den Traditionen und Bräuchen des Ordens, die von Meister an Schüler seit 1000 Generationen weitergegeben werden, müsst ihr 3 Tests bestehen, bevor ihr von den Jedi aufgenommen werdet. Also eigentlich kommt der Plot-Twist auch noch sehr viel später erst. Diese Tests sollen beweisen, dass ihr die Ausbildung, die man euch gegeben habt, sowohl geistig als auch körperlich verinnerlicht habt. Sobald ihr die Tests bestanden habt, werdet ihr nicht mehr Schüler sein. Ja, zuerst werde ich euch über euer Wissen des Jedi-Kodexes befragen. Diese Grundsätze müssen all eure Taten leiten. Bei allem, was ihr tut,
müsst ihr euch ihrer Weisheit bewusst sein. Ihr müsst unseren Kodex lernen, bevor wir euch prüfen. Unterhaltet euch mit den anderen Jedi der Enklave und kommt zu mir zurück, wenn ihr mehr wisst. Okay. Ich weiß doch schon so viel. Hi. Wenn ihr Fragen habt, das solltet ihr sie an die Mitglieder des Jedi-Rates stellen. Seid gegrüßt, junger Schüler. Seid ihr hier, um das Wissen der Vergangenheit zu suchen? Denn wer aus der Vergangenheit nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. So heißt es doch, oder? Als Schreiber der Akademie hier auf Dantooine sehe ich es als meine Pflicht an, den neuen Ordensmitgliedern diese Geschichte zu vermitteln. Bedauerlicherweise ist die jüngste Vergangenheit voller Tragödien und Blutvergießen. Die Mandalorianischen Kriege, der Fall von Revan und Malak, der Aufstieg der Sith. Aus diesen Ereignissen sollten wir wichtige Lehren ziehen, wenn wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen wollen. Also das werde ich heute nicht mehr schaffen, bis in die Ruinen. Ich meine, in den Ruinen ist ein Punkt, wo der Plot-Twist ziemlich deutlich gemacht wird. Also es gab einen Punkt, wo mir klar war, was Sache ist. So, erzählt mir von der Geschichte der Jedi. Ich möchte mehr über den Jedi-Kodex erfahren. Wo sind die Archive? Natürlich kann ich euch nicht die ganze Geschichte unseres Ordens erzählen. Die Jedi gibt es schon seit Abertausenden von Jahren. Wir sind so alt wie die Republik selbst. Aber ich will vor etwa 40 Jahren beginnen, beim Krieg von Exar Kun. Exar Kun! Malak und Revan war auch Exar Kun ein Jedi, der der dunklen Seite verfiel. Er führte eine ganze Armee gegen die Jedi und die Republik. Exar Kun wurde schließlich besiegt. Doch durch den Krieg waren die Republik und unser Orden erheblich geschwächt. 20 Jahre lang versuchten wir, die Wunden zu heilen, die der schreckliche Konflikt geschlagen hatte. Geduld. Alles zu seiner Zeit. Ihr werdet feststellen, dass die Geschichte ein fein gesponnenes Netz aus verschiedenen Handlungssträngen ist. Und keinen davon kann man ohne den entsprechenden Kontext richtig begreifen. Vor 20 Jahren begannen die Mandalorianer damit, kleinere Welten im Outer Rim zu erobern, wohl wissend, dass die Republik immer noch geschwächt war. Doch sie suchten sich sorgfältig immer Welten aus, die außerhalb der republikanischen Gerichtsbarkeit lagen. Nach hitzigen Debatten beschloss der Senat, nicht einzugreifen. Solange die Mandalorianer sich auf Planeten beschränkten, die nicht direkt Mitglied der Republik waren, würde es keine Vergeltung geben. Man kann es der Republik kaum verdenken. Zu frisch waren noch die schrecklichen Erinnerungen an den Krieg. Niemand wollte sie in einem Feldzug gegen die Mandalorianer noch einmal durchleben. Doch genau das war letzten Endes unvermeidbar. Die Mandalorianer bereiteten sich auf einen massiven Angriff vor, indem sie Ressourcen von den eroberten Welten horteten. Vor 7 Jahren dann starteten sie simultane Angriffe in 3 verschiedenen Sektoren der Republik. Der Senat hatte keine andere Wahl, als mit der gesamten republikanischen Flotte zurückzuschlagen. So begannen die Mandalorianischen Kriege. Okay, ich wollte gerade schon sagen, das macht keinen Sinn zeitlich gesehen, aber jetzt ist es in Ordnung. Vor 7 Jahren, ja? Als er gerade von Exar Kun anfing, von wegen vor 40 Jahren, habe ich mir so gedacht, okay, dann muss Malak halt schon extrem alt sein, ne? An die 60. Aber das Ganze hat vor 7 Jahren... Die Republik bat den Rat der Jedi-Ritter um Hilfe. Sinn. Aber es gab viele Faktoren zu bedenken, bevor wir uns wieder in einen weiteren Konflikt hineinziehen lassen wollten. So kurz nach dem Krieg gegen Exar Kun. Während der Rat der Jedi Geduld predigte, gab es aber etliche unter uns, die es kaum erwarten konnten, in den Kampf einzugreifen. Besonders 2 junge Ritter verlangten sofortiges Handeln. Revan und Malak. Sie versammelten viele gleichgesinnte Jedi um sich und schlossen sich gegen den ausdrücklichen Wunsch der Meister der republikanischen Flotte an,
die gegen die Mandalorianer kämpfte. Revan war ein brillanter militärischer Anführer. Und die Flotte der Republik fing an, einen Sieg nach dem anderen zu erkämpfen. Vor 4 Jahren haben die Mandalorianer dann bedingungslos kapituliert. Niemand leugnet, dass Revan eine der Schlüsselfiguren beim Sieg über die Mandalorianer war. Aber irgendetwas ist da draußen im Outer Rim geschehen. Statt nach Kriegsende zurückzukehren, flogen die Schiffe unter Revans Kommando weit in den unerforschten Weltraum hinaus. Angeblich, um nach letzten Überresten der mandalorianischen Flotte zu suchen. Der Kontakt mit den Schiffen brach ab und viele Monate lang glaubte jeder, dass eine entsetzliche Katastrophe die gesamte Flotte ausgelöscht habe. Man hielt Revan und seine Leute für tot. Es gab allerdings immer wieder unbestätigte Gerüchte, dass Revan und Malak auf verschiedenen Planeten gesehen worden waren. Vereinzelte Meldungen, die nie bestätigt wurden. Vielleicht sind sie einfach nur weit über die Ränder des republikanischen Raumes hinaus vorgestoßen. Vielleicht haben sie auch unbekannte Hyperraumrouten zum Ende der Galaxis entdeckt. Niemand kann das mit Bestimmtheit sagen. Vor 3 Jahren dann kehrten Revan und Malak zurück an der Spitze einer gewaltigen Invasionsflotte. Revan hatte sich den Titel Sith Lord zugelegt. Aus dem Helden war ein Eroberer geworden. Wo hatte Revan die Schiffe für die Flotte der Sith her? Der Kern der Sith-Truppen bestand ursprünglich aus den ehemaligen Soldaten der Republik, die unter Revan gedient hatten. Mit jeder Eroberung vergrößerten Massen von Freiwilligen seine Armee. Sogar viele unseres Ordens haben uns verraten. Pech. Verführt von den Sith, die ihnen Reichtum und Macht versprochen haben. Doch was uns mehr Sorgen macht, ist die Größe der Sith-Flotte selber. Einige der Schiffe in der Sith-Flotte gehören zu denen, die unter Revans Kommando in den Mandalorianischen Kriegen gekämpft haben. Aber viele andere sind von einer völlig fremdartigen Bauart, die wir noch nie gesehen haben. Die Herkunft dieser riesigen Flotte gehört zu den vielen Dingen, die wir uns bei den Sith nicht erklären können. Es scheint unmöglich zu sein, sie in so kurzer Zeit zu bauen. Aber wir können ihre Existenz ja wohl kaum leugnen. Wie können wir je hoffen, die Sith aufzuhalten? 2 Jahre lang waren die Sith so gut wie unbesiegbar. Wir wollen die Sith ja nicht aufhalten. Glücklicherweise konnte die Republik dank Bastila und ihrer Kampfmeditation ein paar Schlüsselsiege erringen. Und so den Gesamtsieg der Sith verhindern. Vor lauter Verzweiflung haben wir dem dunklen Lord dann eine Falle gestellt. Bastila gehörte zu dem Einsatzteam, das versuchte, Revan gefangen zu nehmen. Aber das wisst ihr wohl schon. Sie war bei Revans Ende dabei. Das war vor fast 1 Jahr, aber seitdem hat sich die Lage nicht verbessert. Malak hat das Kommando und auch den Titel des dunklen Lords übernommen. Obwohl er bei Strategie und Taktik längst nicht an Revan herankommt. Aber trotzdem wächst seine Flotte ständig weiter. Wenn wir nicht bald einen Weg finden, die Sith aufzuhalten, wird uns Malak einfach mit seiner gewaltigen Übermacht zerquetschen. Was kann ich aus Revans Geschichte lernen? Ich werde einen Weg finden, die Sith aufzuhalten. Wo sind die Archive der Akademie? Revans Geschichte zeigt, dass selbst die größten Jedi-Ritter der dunklen Seite verfallen können. Ihr müsst immer auf der Hut vor dem Bösen sein, das in euch existiert. Prägt euch diese Lehre gut ein. Okay. Möge die Macht... Ihr solltet die... Diese Einrichtung ist eine Ausbildungsakademie. Die Archive hier sind nur denjenigen zugänglich, die den Rang eines Meisters erreicht haben. Die Suche nach Wissen ist ein nobles Ziel. Aber es gibt einige Dinge, die man nur mit der Weisheit eines Jedi-Meisters wirklich verstehen kann. Ihr solltet die Geschichte von Revan studieren. Ja, haben wir schon. Einen guten Abend wünsche ich, Schüler. Guten Abend. Ich möchte Wissen über den Jedi-Kodex erlangen. Ein Jedi muss stets... Bastila wird eines Tages eine große Jedi werden. Selbst unter den Meistern des Rates gibt es nur wenige, welche die Kampfmeditation so gut beherrschen wie sie. Bastila war dabei, als Revan eliminiert wurde. Wusstet ihr das? Ja. Bastila spricht nicht gerne darüber.
Sie hat das Einsatzteam begleitet, das Revan gestellt und den dunklen Lord zerstört hat. Die Rolle, die sie beim Tod eines so vielversprechenden jungen Jedi gespielt hat, hat sie zutiefst erschüttert. Aber Bastila wusste, dass sie ihre persönlichen Gefühle für das Wohl der Galaxis und der Republik unterdrücken musste. Die Macht ist stark in ihr. Und ohne ihre Fähigkeiten in der Kampfmeditation hätten wir diesen Krieg schon lange verloren. Der Weg, der vor der jungen Bastila und vor euch liegt, wird ein schwieriger Weg sein. Doch ihr müsst einander stärken. Möge die Macht mit euch sein. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Immer. Mir scheint, Master Fruk kann mich nicht leiden. Ich kannte Revan. Revan war vielversprechend, stark in der Macht, aber auch stur und stolz. Solche Eigenschaften sind bei einem Padawan nicht ungewöhnlich. Vielleicht habe ich deswegen die Gefahr nicht wirklich erkannt. Viele junge Jedi bewunderten Revan, auch Malak. Als Revan aufbrach, um gegen die Mandalorianer anzutreten, war Malak der Erste, der sich seiner Sache anschloss. Und als Revan der dunklen Seite anheimfiel, war es unvermeidlich, dass Malak ebenfalls fallen würde. Revan war also stärker als Malak? Wollt ihr damit sagen, dass Revan für Malaks Fall verantwortlich war? Revan hatte immer die Führungsrolle inne, dominierte in der Beziehung der beiden. Als Revan fiel, hofften wir, die Bedrohung durch die Sith würde ein Ende finden. Doch Malak übernahm rasch die Führungsrolle von Revan. Er hieß die dunkle Seite mit ausgebreiteten Armen willkommen. Jetzt führt Malak die Armada der Sith gegen die Republik. So romantisch. Er möchte sich für die Eliminierung des Meisters rächen. Und so geht Malak den Pfad der dunklen Seite immer weiter. Seine Macht wächst und wird die von Revan bald übersteigen. Nur ihr und Bastila könnt Malak jetzt noch aufhalten, wenn ihr gemeinsam agiert. Der Weg, der vor der jungen Bastila... Wollt ihr sonst... Master Luke ist manchmal sehr schroff und kritisch, aber er versteht die Gefahren, die auf eurem Weg liegen. Er möchte, dass ihr und Bastila wirklich vorbereitet seid, wenn ihr Lord Malak gegenübertretet. Der Weg, der vor der jungen Bastila und vor euch liegt, wird ein schwieriger Weg sein. Doch ihr müsst einander stärken. Möge die Macht mit euch sein. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Alle Jedi müssen den Jedi-Kodex kennen. Diese Lehrsätze bilden das Fundament unseres Ordens. Ihr solltet über diese Erkenntnisse nachdenken und sie durch Meditation verinnerlichen. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt keinen Tod. Nur Macht. Ich bin mir sicher, dass ihr euch bald Padawan nennen dürft. Master Zar ist von eurem Fortschritt sehr beeindruckt. Möge die Macht mit euch sein, Schüler. Okay. Jedi-Prüfung. Ich würde mir das mal eben aufschreiben, bevor ich wieder alles vergesse. Das wird ja dann abgefragt in unserer Prüfung. Es gibt keine Leidenschaft, nur Leid. Es gibt keine Gefühle. Nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit. Nur Wissen. Ja, doch, es gibt schon Unwissenheit. Bevor man Wissen erlangt hat, ist man unwissend. Das macht keinen Sinn. Es gibt keine
Leidenschaft nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Punkt. Der muss den Test wohl selbst nochmal machen. Also durch die Räume und Gänge unserer Enklave, obwohl ihr doch eifrig beim Studium eurer Lektionen sein solltet. Bin ich ja. Deswegen bin ich hier. Ich schätze, derartige Wünsche kommen unvermeidbar auf mich zu, obwohl ich fürchte, dass ihr nach Wissen strebt, auf das ihr noch nicht vorbereitet seid. Mhm. Dennoch werde ich mein Bestes tun, um euch auf eurem Weg zu führen. Ostila. Die junge Jedi könnte Großes leisten und uns in große Gefahr bringen. Sie kann sowohl für den Rat als auch für die Republik viel tun. Ohne ihre Fertigkeit der Kampfmeditation hätte die Sith-Armada die Galaxis schon überrannt. Doch ich finde das echt interessant. Das ist ja nur eine ganz kleine Enklave hier auf Dantooine, ja? Lange kein Jedi und der Hauptrat ist hier auf Coruscant. Und es gibt ja auch sonst noch auf den anderen Planeten Enklaven, ja? Ihr solltet euch aber alle legen ihre Hoffnung auf Bastila. So toll kann die gar nicht sein. Doch ihr benötigt Ausbildung und Führung in den Wegen der Jedi, wenn ihr kein ähnliches Schicksal wie Revan erleiden wollt. Revan war einst ein vielversprechendes junges Mitglied des Ordens. Er wollte stets mehr über die Macht lernen. Voller Torheit wollte er alte Sith-Rituale entschlüsseln und ignorierte dabei die Verlockungen der dunklen Seite. Als die Invasion der Mandalorianer begann, nutzte Revan die Gelegenheit. Zahlreiche Jedi begleiteten ihn zum Outer Rim. Revans Charisma war stark. Viele der Jedi erlagen der dunklen Seite der Macht. Das ist schade. Ich kann nicht glauben, dass Revan und Malak im Outer Rim korrumpiert wurden. Sie hatten ihre Reise auf dem Pfad der Dunkelheit schon lange vor der Bedrohung durch die Mandalorianer angetreten. Hier auf Dantooine haben sie eine finstere Höhle entdeckt. Ein Ort, an dem die Stärke der dunklen Seite die der Hellen bei weitem übersteigt. Auf! Vielleicht wurden sie bei dieser Entdeckung korrumpiert. Da müssen wir auch hin. Oder vielleicht haben sie die Höhle aufgesucht, weil sie bereits verdorben waren. Wie auch immer, dem Orden gelang es nicht, sie ins Licht zurückzuführen. Hätte der Rat entschiedener gehandelt, hätte man Revan und Malak vielleicht aufhalten können. Doch wir sind gescheitert. Ihr solltet euch stärker auf eure Lektionen konzentrieren. Die Macht ist stark in euch. Doch ihr benötigt Ausbildung und Führung in den Wegen der Jedi, wenn ihr kein ähnliches Schicksal wie Revan erleiden wollt. Ja, warten wir mal ab. Ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Ich schätze, wenn ihr meint, dass ich übertrieben kritisch und kleinlich bin, dann nur, weil ihr nicht wisst, was hier auf dem Spiel steht. 15.000 Jahre schon garantiert die Republik den Frieden und die Stabilität. 15.000 Jahre! Jetzt steht die Republik vor der Zerstörung, weil wir die Jedi versagen. Das heißt, wenn sie, also Revan und Malak waren zu Zeiten von jene Ideale Anakin, das sind ja jetzt nochmal 3.000 Jahre später. Das sind 18.000 Jahre mit der fucking Republik. Als Revan fiel, wurde Malak... Herzlichen Glückwunsch. Wenn wir Malak aufhalten, warum sollte dann nicht ein anderer Jedi seinen Platz einnehmen? Das ist die Bürde, hat das mal die jemand fact-checked? Nur durch eine harte Ausbildung und gestrenge Lektionen können wir verhindern, dass der dunkle Meister wiedergeboren wird. Deswegen darf es der Orden nicht gestatten, dass seine Schüler und Padawans Fehler begehen. Und deswegen erwarte ich von euch nichts anderes als die Perfektion. Das ihr solltet klingt euch voll stärker machbar. Auf eure Lektionen konzentrieren. Die Macht ist stark in euch. Doch ihr benötigt Ausbildung und Führung in den Wegen der Jedi, wenn ihr kein ähnliches Schicksal wie Revan erleiden wollt. Ihr kennt den Jedi-Kodex nicht? Ohne das Wissen um diese... Es gibt keine Gefühle, nur Frieden.
Es gibt keine... Ihr müsst diese Wahrheiten verinnerlichen, Schüler. Oder wir werden es noch alle bedauern, dass wir euch in den Orden aufgenommen haben. Bedauert? Könnt alles bedauern. So. Auf geht's. Was macht der hier? Es ist wichtig für den Frieden und die Harmonie jedes Lebewesens, dass die vielen Wege des Jedi-Ordens verstanden werden. Nur durch das Wissen kann jeder das wahre Wesen der Macht erkennen. Weiter. Ah, okay. Jedi-Hüter. Kämpfen gegen die Mächte des Bösen und gegen die dunkle Seite. Sie sind Meister des Kampfes und wissen vortrefflich, mit dem Laserschwert umzugehen. Jedi-Wächter kämpfen gegen das Unrecht. In ihrer Ausbildung lernen sie die körperlichen und mentalen Disziplinen des Jedi-Ordens kennen. Jedi-Gesandte treten für die Balance des Universums ein. Ihre Ausbildung konzentriert sich deshalb auf eher mentale Disziplin und die Beherrschung der Macht. Ja, ich werde wohl Gesandter werden, aber das müssen wir jetzt noch nicht entscheiden. Wie unterscheiden sich die Statistiken? Abmelden, mehr macht er nicht. Danke. So, was sagt die Uhr? Ich glaube, wir machen Seid jetzt ein Testchen gegrüßt, noch. Schüler. Euer bisheriger Fortschritt. Und dann war's das für heute. Haben wir den schon nach Revan gefragt? Weiß ich jetzt nur wenige Als ich noch auf Coruscant war, kamen Revan und Malak oft zu mir, um zusätzliche Ausbildung zu erhalten. Vor allem Revans... Doch ich sah in Revan... Ja, das haben wir schon. Ich sollte jetzt Ihr gehen. Habt viel gelernt. Wenn ihr bereits... Seid mir ge... Bald wird eure Zeit als Schüler enden. Dann werdet ihr zum Papst. Gemäß den Traditionen und Bräuchen des Ordens. Ja. Diese Tests sollen beweisen, dass ihr die Ausbildung, die man euch gegeben habt, sowohl. Oh, das haben wir doch jetzt verstanden. Euch über Mann. Euer Wissen des Jedi-Kodexes befragen. Diese Grundsätze müssen all eure Taten leiten. Bei allem, was ihr tut, müsst ihr euch ihrer Weisheit bewusst sein. Ihr müsst nun beweisen, dass ihr den Kodex als Jedi versteht. Indem ihr die Lehrsätze des Ordens vollendet. Es gibt keine Gefühle. Es gibt Licht, es gibt Gelassenheit, es gibt Wissen, es gibt die Macht, es gibt Gerechtigkeit. Es gibt Frieden, es gibt Harmonie. Es gibt Frieden. Es gibt keine Unwissenheit. Es gibt Wissen. Es gibt keine Leidenschaft. Es gibt Gelassenheit. Es gibt kein Chaos. Es gibt Harmonie. Na, wo ist es denn? Da. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Ihr habt eure Lektion gelernt, Schüler. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ihr zu einem vollen Mitglied unseres Ordens werdet. Ja, das will ich ja wohl hoffen. Zuerst müsst ihr die zweite Prüfung bestehen und mehr über den wertvollsten Besitz eines Jedi lernen. Das Symbol unseres Ordens. Laserschwert. Das Laserschwert ist in unserem Orden eine traditionelle Waffe. Es ist ein Symbol der Fertigkeiten, der Entschlossenheit und der Autorität eines Jedi. Jedes Laserschwert ist so einzigartig wie der Jedi, der es führt. Die Klinge besteht aus reiner Energie, die durch polierte Kristalle im Heft fokussiert wird. Der zweite Test besteht darin, dass der Jedi sein Laserschwert mit eigenen Händen fertigt. Mhm. Und jetzt ist eure Zeit gekommen. Sprecht mit Master Dorak. Er wird euch erklären, wie ihr einen Kristall auswählt. Okay. Dorak. Ah, ihr seid also auf Geheiß von Master Zar gekommen, Junge. Es ist an der Zeit, dass ihr die Farbe eures Laserschwertes wählt.
Diese Farbe spiegelt zugleich eure Haltung und eure Position innerhalb des Ordens wider. Welche Farben gibt es? Blau ist die Farbe der Jedi-Hüter. Diese Jedi kämpfen gegen die Mächte des Bösen und der dunklen Seite. Sie legen ihren Schwerpunkt auf das Kampftraining und den Gebrauch der Laserschwerter. Gelb ist die Farbe der Jedi-Wächter. Sie verfolgen Unrecht und Verrat. Bastila ist also ein Jedi-Wächter? Sie legen weniger Wert auf ihr Kampftraining als auf andere Fähigkeiten. Grün ist die Farbe der Jedi-Gesandten. Sie versuchen, das Universum im Gleichgewicht zu halten, verhandeln und vermitteln zwischen anderen Gruppen. Sie benutzen ihre Macht, um Konflikte zu beenden und den Frieden zu wahren. Ich möchte Jedi-Gesandter werden. So, so. Nun, wir werden sehen. Ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen und eure Antworten werden uns verraten, zu welchem Pfad ihr am ehesten... Oh mein Gott, ein Persönlichkeitstest. Eine Frau mit einem kleinen Kind wird von einer Horde bewaffneter Banditen bedroht und sie schreit um Hilfe. Was tut ihr? Ja, das Verhandeln war es ja gerade, ne? Also Schläger aufhalten und herausfinden, warum sie angreifen. Ja. Gut, dann weiter mit der nächsten Frage. Ihr kämpft gegen einen dunklen Jedi, der sich mit den Sith verbündet hat. Es gibt eine kurze Kampfpause. Was tut ihr? Herausfinden, warum er der dunklen Seite erlegen ist und versuchen, ihn zurückzuholen. Ja, das dachte ich mir schon. Nun zur nächsten Frage. Ihr steht vor einer verschlossenen Tür. Euer Ziel befindet sich dahinter. Was tut ihr? Anklopfen? Keine Ahnung. Ich glaube, da zeichnet sich langsam ein Muster ab. Ich denke, ich weiß schon, welcher Weg für euch der richtige ist. Aber zunächst noch die letzte Frage. Ihr leitet eine Enklave auf einer umkämpften Welt. Die dunklen Jedi haben die Welt infiltriert und stiften Unruhe. Was tut ihr? Piu, piu. Sie in eine Falle locken, mit der Planetenregierung zusammenarbeiten und die Spione aufzudecken. Ja, das Gesandter. Dachte ich mir schon. Wie ich vermutet habe, eignet ihr euch am besten für den Weg des Jedi-Gesandten. Wer hätte es gedacht? Welche Farbe und welcher Lebensweg würde wohl am besten zu euch passen, Schüler? Ja. Hier habt ihr einen grünen Kristall für euer Laserschwert. Danke! Fähigkeiten. Laserschwert. Jedi-Verteidigung. Ich bin toll. Ich kann Sachen machen. So. Das ist die Frage, fügen wir jetzt erstmal Heilen hinzu, weil Heilen ist wichtig, oder fügen wir jetzt schon dunkle Sachen hinzu? Dunkelheit! Karin sagt Dunkelheit. Da, die sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Erstmal das. So. Warum ist Mission jetzt auch gestiegen? Das finde ich interessant. Warum steht da auf Englisch? Thank you.
Okay. Kämpft ihr nicht mit zwei Waffen? Warum hat die denn duellieren? Die kämpft doch mit zwei Waffen, da habe ich doch zwei gegeben. So, hier die Prüfung. Bla bla bla. Die Ebonhawk. Ach ja, die haben wir ja auch noch nicht durchsucht, ne? Cool. So. Wir bauen ein Laserschwert. Ah, gut. Jetzt. Tada! Habe ich schon? Nee. Hab noch keine Kristalle. Zusammenbauen. Jawoll! Aber. Taschenlampe. Viola! Ich will doch sehr bitten. Speichern. So. Ihr habt bei der Anfertigung eures Laserschwertes gut gearbeitet. Die Kristalle sind sehr selten. Man findet sie. Es gibt sogar Gerüchte über Höhlen der Macht hier auf. Doch es ist nur ein Gerücht. Aber erst müsst ihr lernen, mit euer Laserschwert identifiziert euch als Mitglied des Jedi-Ordens. Viele werden euch ehren und respektieren. Ab die Sith und die dunklen Jedi werden versuchen, euch zu zerstören, Schüler. Und ihr müsst euch im Kampf gegen einen Feind, der ebenfalls ein Laserschwert trägt, würdig erweisen. Seid ihr bereit für die letzte Herausforderung, Schüler? Jeder Jedi muss stets mit der Bedrohung durch die dunkle Seite leben. Ihr müsst das wirklich verstehen, bevor euch der Orden aufnimmt. Ihr müsst die Korruption der dunklen Seite mit eigenen Augen sehen. Mhm. Selbst hier auf Dantooine gibt es Orte, an denen die dunkle Seite herrscht. Dort verdirbt und verdreht sie die Natur selbst. Im Südosten ist ein uralter Hain, der von den Jedi zur Meditation genutzt wurde. Doch der Hain ist jetzt verdorben. Und eine Aura aus Dunkelheit umgibt die Gegend rund um den Hain. Die Karthhunde in der Gegend sind wild und rastlos geworden. Sie sind jetzt eine Bedrohung für die Siedler. Eine Bedrohung, die zu beseitigen wir Jedi versprochen haben. Die Karthhunde sind natürlich nur ein Symptom für die wirklichen Probleme. Ihr müsst in den Hain gehen und euch der wahren Quelle der Dunkelheit gegenüberstellen. Das ist eure Aufgabe. Okay. Easy peasy. Lemon squeezy. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Manche Dinge müsst ihr selbst erfahren. Keiner der anderen Jedi in der Akademie darf euch bei dieser Aufgabe helfen. Doch denkt an eines, Schüler. Ein Jedi agiert mit Geduld und Umsicht. Jene, immer. Die auf dem dunklen Pfad wandern, sind nicht für immer verloren. Der alte Hain ist noch immer von der dunklen Seite verdorben. Wir können mit eurer Ausbildung nicht fortfahren, solange die Ausbreitung der dunklen Seite nicht aufgehalten wurde. Das ist eure Aufgabe, Schüler. Möge die Macht mit euch sein. Cool. Thank. So.
Wir haben eins Aufgabe bekommen. Und damit sind wir erstmal im Jedi-Tempel fertig, in der Enklave. Und müssen jetzt theoretisch uns auf den Weg machen. Nach draußen. Da, wo wir vorher nicht rein durften. Nicht da, sondern da. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben heute Taris in die Luft gesprengt, sind geflohen. nach Dantooine haben unsere Jedi-Ausbildung durchlaufen und sind jetzt kurz davor, ein Padawan zu werden. Wir sind toll. Haben wir gut gemacht. Wir sehen uns morgen zum Gruppenstream. Was wir spielen, wird morgen entschieden, denke ich. Es müssten aber alle da sein. Und ansonsten habt morgen einen letzten Restarbeitstag. Jo, sollten alle da sein. Genau. Gucken wir mal. Wäre ja cool. Okay, ich gehe jetzt noch eventuell Human Fall Flat. Das ist eine gute Idee. Da war ja das neue Level, das mittlerweile auch schon nicht mehr neu ist, glaube ich. Das wir die ganze Zeit spielen wollten. Das wäre cool, ja. Dafür. Also, morgen Gruppenstream mit allen Vieren zusammen, Human Fall Flat. Das Level Labor, glaube ich. Mal schauen, wie es da wird. Habt einen schönen Restarbeitstag. Und bis morgen Abend. Gute Nacht. Danke fürs Mitmachen. Und vielleicht kommt Viola dann eher noch auf einen Plot-Twist. Jo. Bis dann. Ich drück den Knopf. Gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Eher nicht. Mensch. Wir spielen noch weiter. Vielleicht kommst du irgendwann doch noch drauf. bevor er veröffentlicht wird. Jo. Gute Nacht. Macht's gut, ich drück den Knopf. Bye!